Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Universitätsbibliothek Bern begrüße ich Sie zu Fokus Forschung. Mein Name ist Elio Pellin und als Gast haben wir heute hier Professorin Nadia Mercader-Huber. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Frau Mercader ist seit 2015 Professorin am Institut für Anatomie der Universität Bern und dort ist sie Leiterin der Sektion Entwicklungsbiologie und Regeneration. Zudem ist sie Vizedekanin Forschung und Nachwuchs an der Medizinischen Fakultät. Sie hat an der ETH Zürich studiert, dann in Madrid promoviert. In Heidelberg hat sie ein Postdoc absolviert, hat damals schon mit Zebrafischen geforscht, allerdings noch zu den Flossen. Der Zebrafisch war dann auch wichtig in Madrid, wo sie ihre Forschung fortgesetzt hat, beziehungsweise wo sie den Herzmuskel beim Zebrafisch bereits erforscht hat. Letztes Jahr, 2020, im November, wurde sie mit dem Max-Cloetta-Preis für medizinische Forschung ausgezeichnet. Frau Mercader, Sie forschen an Zebrafischen und diese Fische haben die Fähigkeit, defektes Herzgewebe nachwachsen lassen zu können, also zu regenerieren. Das setzt natürlich unwillkürlich die Fantasie frei, dass das vielleicht auch beim Menschen möglich ist. Wie wahrscheinlich ist das oder ist das eine berechtigte Hoffnung, dass der Mensch sein defektes Herzgewebe irgendwann mit einer Behandlung nachwachsen lassen kann? Also zuerst einmal möchte ich mich bedanken für diese Einladung. Zur Frage, also erstens mal ist es halt so, dass wir wirklich zuerst noch verstehen wollen, wie überhaupt es Tiere gibt in der Natur, welche das Herz regenerieren können. Vielleicht muss man als erstes mal erklären, was Regeneration überhaupt ist. So, Regeneration ist die Fähigkeit, nach einer Verwundung, nach einer Läsion, ein Gewebe wieder neu aufbauen zu können und dass dieses Gewebe dann auch nicht nur wie vorher aussieht, sondern auch die gleichen Funktionen ausüben kann. Das ist unterschiedlich zur Reparation, wo ein Gewebe, das eine Läsion oder ein Defekt hat oder verwundet wurde, das wird dann repariert, indem zum Beispiel ein Narbengewebe entsteht, sodass gesunde Gewebe, das verwundet wurde, wird ersetzt durch ein so wie ein Pflaster sozusagen. Und also wir haben uns jetzt für den Zebrafisch interessiert, weil dieses Tier hat eben die Fähigkeit, nicht nur den Herzmuskel, sondern viele andere Gewebe und Organe wieder neu aufzubauen, also zu regenerieren. Und im Moment sind wir jetzt wirklich noch an der Stelle fixiert, wo wir noch nicht ganz verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Aber der Zebrafisch, der kann, also wenn beim Menschen etwas kaputt ist am Herzen, dann hat er einen Herzinfarkt und dann ist Gewebe beschädigt, das vernarbt und ist dann nicht mehr funktionstüchtig. Und wenn zu viel Gewebe zerstört ist, dann funktioniert das Herz nicht mehr. Und beim Zebrafisch, der kann das so regenerieren, dass das Herz wieder voll funktionstüchtig ist. Richtig, ja. Genau. Und das versuchen Sie jetzt herauszufinden, wie das genau funktioniert. Also das ist Grundlagenforschung. Also die ganz prinzipiellen Prozesse wollen Sie da verstehen, die beim Zebrafisch ablaufen, wenn er sein Herz nachwachsen lässt in diesem Sinne. Genau. Zum einen wollen wir verstehen, welche Zellen, also alle unsere Gewebe sind ja aufgebaut von Zellen. Und diese Zellen wollen wir wissen, was sind das denn für Zellen, welche jetzt zu dieser Regeneration beitragen. Wie können die Zellen miteinander kommunizieren, damit das Gewebe richtig aufgebaut wird und genau das aufgebaut wird, was verloren gegangen ist, nicht weniger und nicht mehr. Und dann auch einen Schritt weiter und nicht nur herauszufinden, welche Zellen involviert sind, sondern auch welche Gene in diesen Zellen verschiedene Funktionen dann ausüben müssen.
Also es ist also wirklich ein hochkomplexer Prozess. Ja. Und von dem her können wir jetzt diese Translation zum Menschen im Moment noch nicht machen. Das bedeutet nicht, dass was wir erlernen aus diesen Organismen und aus diesen Tieren, könnte vielleicht Ideen hervorrufen, die man dann nutzen kann, um mögliche Therapien zu entwickeln. Aber davon sind wir schon noch ein Stück weit entfernt. Ja, da kann man nicht sagen, in 10 Jahren haben wir etwas und dann kann man einen Herzinfarkt heilen oder so. Das werden wir dann sehen. Ich denke, es gibt sicher schon interessante Ansätze, aber also vor allem jetzt in unserer eigenen Forschungsgruppe sind wir wirklich davon noch sehr weit entfernt. Wir sind ja nicht die Einzigen, die an diesem Thema arbeiten. Und Community, also die Forschungscommunity in dem Sinne, die ist immer in Kontakt miteinander, um genau diese Translation zu versuchen. Also wir würden unsere Resultate dann vorstellen an andere Gruppen, die vielleicht andere Modelle mit anderen Modellen arbeiten, die vielleicht diese Translation dann schaffen könnten. Mhm. Gibt es schon Interesse aus der Industrie, dass die möglichst früh, also ich kann mir ja vorstellen, wenn es wirklich eine Behandlung gibt, dann wird irgendjemand sehr reich damit. Also wenn man Herzinfarkte heilen kann, ist das, glaube ich, ökonomisch sehr interessant. Gibt es schon Interessen aus der Industrie, die da schon einen Fuß hineinbekommen wollen, damit sie möglichst früh im Spiel sind? Es gibt schon viele Firmen, die Interesse gezeigt haben. Ja, es gibt verschiedene Ansätze von chemischen Substanzen, die vielleicht die Zellteilung ankurbeln. Und dann könnte man sich vorstellen, dass wenn Herzmuskelzellen sich teilen können, dann könnte eben dieser Herzmuskel dann sich wieder erneuern und mögliche Ansätze könnten in diese Richtung gehen. Andere mögliche Ansätze wären zum Beispiel dieses Narbengewebe, welches auch im Menschen eben sich etabliert, dass dieses Narbengewebe sich vielleicht umwandeln können in Muskelgewebe. Das ist auch ein möglicher Ansatz. Oder man versucht zum Beispiel Herzmuskelzellen in einer Petrischale zu züchten und dann sozusagen ein Herzmuskelpflaster wieder auf das Herz zu kleben und dann diesen Muskel in dieser Art und Weise dann wieder zu erneuern. Ja, genau, es gibt viele mögliche Ansätze und es gibt in dem Sinne, viele von diesen Ansätzen werden auch in der akademischen Forschung verfolgt, aber es gibt auch Firmen, in denen auch solche Ansätze dann an diesen solchen Ansätzen geforscht wird. Mhm. Und also wenn diese Zellen nachwachsen, dann ist ja auch wichtig, dass sie irgendwann aufhören zu wachsen, weil sonst hat man einfach eine Wucherung. Und so wie ich das verstanden habe, ist das einer der Gründe, weshalb sie sich für die Kommunikation zwischen den Zellen interessieren, weil ja auch die Information weiterkommen muss. Jetzt ist der Muskel geflickt, jetzt kann man aufhören mit der Zellteilung oder mit der Regeneration. Mhm. Wieso haben Sie ausgerechnet den Zebrafisch gewählt? Also es gibt ja auch andere Tiere, die Körperteile regenerieren können. Der berühmteste, auch literarisch berühmt, ist der Axolotl, dieser Molch, oder ist das ein Luch oder Molch oder irgend sowas, ein Amphibium. Wieso ausgerechnet der Zebrafisch? Ja, also der Axolotl ist definitiv ein sehr spannendes Modell. Wir reden immer von Modellen in der Forschung. Und ich selber habe auch schon mit Axolotls geforscht. Ich habe mich in dem Moment, als ich diese Entscheidung treffen musste, für den Zebrafisch entschieden, weil er die Möglichkeit bietet, Gene zu erforschen. Also die genetische Manipulation im Zebrafisch ist einfacher. Man kennt oder man hat dazumals schon mehr Informationen gehabt über das Genom und konnte dementsprechend nicht nur auf der Ebene der Zelle an diesem Tier arbeiten, sondern eben auch auf der molekularen Ebene. Und dementsprechend habe ich gedacht, dass es vielleicht einfacher ist, das Modell zu etablieren. Es gab auch in dem Zeitpunkt viel mehr Forschungsgruppen, die mit diesem Tier arbeiten. Und es ist immer wichtig, dass man sich austauschen kann
dass wir man arbeitet ja eigentlich nicht für sich selbst, sondern man arbeitet in einer Community, in einer Gemeinschaft. Und das war mir auch wichtig, dass ich ein Modell aussuche, bei dem ich mich möglichst gut austauschen kann und möglichst eben schnell vorwärts komme in den Resultaten. Das war ein bisschen die Idee. Aber definitiv ist der Axolotl ein sehr tolles Modell. Und idealerweise würde man mit möglichst vielen verschiedenen Tiermodellen arbeiten, um eben nicht etwas sehr Spezifisches herauszufinden, wie es dieses Tier macht, die Regeneration, sondern welche Mechanismen werden immer wieder gebraucht. Und aus diesen Vergleichen lernt man eben auch sehr, sehr viel. Gibt es denn Gruppen, die zur Herzmuskelregenerierung, also sagen wir Regeneration, nein, Regenerierung beim Axolotl forschen? Also kann man solche Vergleiche schon anstellen jetzt, oder? Es gibt im Moment wenig Gruppen, aber es ist auch im Kommen so. Ja, genau. Das ist. Mhm. Und wir haben sogar das Glück, in einem europäischen Konsortium mitzumachen, bei dem verschiedene Gruppen arbeiten, international, also auf der europäischen Ebene. Und wir versuchen genau das zu erforschen, was ist spezifisch oder eben nicht für den Zebrafisch, für den Axolotl, bei der Maus, weil es gibt ja auch in Säugetieren hat man gesehen, dass sie während den ersten Phasen der Entwicklung des postnatalen Lebens haben sie auch eine sehr hohe Möglichkeit oder Fähigkeit, den Herzmuskel zu regenerieren. Diese Fähigkeit verlieren sie aber sehr schnell während den ersten Lebenswochen oder Tagen sogar. Und man geht davon aus, dass dieses Programm, dieses Regenerationsprogramm irgendwie inhibiert wird. Aber das bedeutet, also es wird abgeklemmt. Abgeklemmt. Wahrscheinlich, weil wir müssen ja einen differenzierten Herzmuskel haben, der auch gut das Blut pumpen kann. Es deutet aber auch darauf hin, dass vielleicht manche Mechanismen vorhanden sind und man die eventuell anschalten könnte bei Bedarf. Das macht es natürlich auch noch spannender. Das heißt, dass vielleicht, was wir wirklich vom Zebrafisch lernen, könnte auch tatsächlich eine Anwendung finden, auch bei Säugetieren. Mhm. Wir sind ja eigentlich auch Säugetiere. Wir sind ja auch Säugetiere. Gibt es denn Hinweise darauf, dass auch beim Mensch in der ganz frühen Phase nach der Geburt diese Regeneration möglich ist? Es gibt weniger Informationen darüber, ich würde sagen sehr, sehr wenig. Es gibt ein Case Report, der sehr hoch zitiert wird, von einem Kind, das sich sehr gut von einer Herzinsuffizienz, einer frühen Herzinsuffizienz erholen konnte. Man geht davon aus, dass eventuell das durch Regeneration geschehen ist, aber die genauen Mechanismen sind wirklich noch nicht bekannt. Das ist nur eine Vermutung und genau erforschen kann man das natürlich nicht am Menschen. Ja. Mhm. Wie nah ist denn der Zebrafisch? Sie haben gesagt, das Genom ist gut bekannt beim Zebrafisch. Wie nah ist denn der beim Menschen? So evolutionsmäßig sind das doch ein paar Schritte zwischen dem Fisch und dem Zweibeiner. Also das ist schon richtig von Evolution. Es gibt viele Millionen Jahre, die uns vom Fisch trennen. Aber trotzdem sind ca. 70% der menschlichen Gene sind auch im Zebrafisch vorhanden. Und wenn wir jetzt spezifisch über das Herz reden, gibt es viele Gene, die wichtig sind für die Herzentwicklung beim Menschen. Und die sind genauso wichtig für die Herzentwicklung des Zebrafischherzens zum Beispiel. Also wir können schon wirklich sehr viel von diesen Tieren lernen. Und jetzt nimmt es mich wunder, wie Sie das konkret machen. Sie haben gesagt, Sie können an den Genen etwas verändern. Sie interessieren sich für die Kommunikation zwischen den Zellen. Wie kann man so etwas untersuchen oder messen oder sichtbar machen, dass diese Zellen und vor allem wie miteinander kommunizieren?
Das Gute auch am Zebrafisch ist, dass im Adulten, also der Zebrafisch, der heißt so, weil er eben diese Streifen hat. Die sind zwar nicht vertikal, sondern horizontal, aber auch so in weißlich-bläulich, zebramäßig. Aber in der frühen Entwicklung, in den ersten Stadien der Entwicklung, sind die Larven recht durchsichtig. Und sie entwickeln sich relativ schnell, also innerhalb 24 Stunden nach der Fertilisierung haben diese Embryos schon ein Herz, das Blut pumpt. Und weil sie so durchsichtig sind, kann man eben auch die Entwicklung sehr gut unter dem Mikroskop beobachten. Und das nutzen wir auch. Also wir arbeiten nicht nur an der Regeneration, sondern eben auch an der Herzentwicklung. Und ein Trick, den man machen kann, ist, verschiedene Gewebe und Zelltypen fluoreszent markieren. Also die Tiere kriegen ein Gen insertiert in das Genom, das dann aufleuchtet unter bestimmten Bedingungen. Und man kann verschiedene Farben nehmen, also verschiedene Proteine, die in verschiedenen Spektren fluoreszieren. Und dadurch kann man gleichzeitig verschiedene Zelltypen dann visualisieren. Man kann also wirklich unter dem Mikroskop dann verschiedene Zelltypen anschauen. Man kann diese Zelltypen isolieren und dann untersuchen, was sie so exprimieren, was für Gene angeschaltet sind im einen Zelltyp versus dem anderen. Das sind ein bisschen unsere Strategien. Sie sagen so, ja, das machen wir dann farbig, da setzen wir was ein. Das klingt, wie wenn Sie so aus einem Setzkasten etwas nehmen könnten und reinsetzen, aber das stelle ich mir wahrscheinlich ein bisschen zu einfach vor. Also was sind das für Gene, wo kommen die her, die Fluoreszenz herstellen und wie setzen Sie die da ein im Zebrafisch? So diese fluoreszenten, diese fluoreszierenden Gene, oder nicht die fluoreszierenden Gene, sondern diese Gene, welche die fluoreszierenden Proteine kodieren, die kommen aus Quallen normalerweise. Das berühmteste ist aus einer Qualle. Und die kann man dann genetisch insertieren, also durch molekularbiologische Methoden. Und dann kann man diese Plasmide dann in den Zebrafisch einführen. Durch Injektion. Und dann gibt es bestimmte Zelltypen, die dann grün oder gelb leuchten und das sehen Sie dann unter einem speziellen Mikroskop besser und sehen auch besser, wie sich dann wie sich diese Zellen entwickeln im ganzen Entstehungsprozess für die Entwicklung des Herzens. Und wieso ist die Entwicklung wichtig für die Regeneration? Also da kann man ja sagen, das Herz funktioniert ja dann, das ist der normale Vorgang, wie sich ein Herz entwickelt. Wieso ist das im Hinblick auf die Regeneration wichtig? So zum einen, weil man auch die Regeneration in diesen frühen Stadien untersuchen kann. Und dann kann man auch wirklich zusehen, wie sich ein Herz wieder neu aufbauen kann. Und zum anderen, weil während der Regeneration müssen ja Zellen, die im Prinzip schon ausgereift sind, müssen sich wieder teilen können. Und zum Teil werden dann wieder Mechanismen aktiviert, die auch schon bei der Entwicklung benutzt wurden. Also es fehlt ein Teil des Herzens, die Zellen erinnern sich sozusagen, wie ein Herz aufgebaut werden muss oder musste während der Entwicklung und benutzen einige dieser Mechanismen nochmals, auch im Erwachsenen. Auf die kann man zurückgreifen und wieder... Das ist ein bisschen die Theorie, die man im Moment hat. Inwiefern es wirklich eine Nachahmung ist der embryonalen Entwicklung, versteht man auch noch nicht ganz. Aber es sind definitiv manche von diesen Programmen werden wieder benutzt. Und diese Zebrafische, die überleben die Forschung? Die Zebrafische überleben die Forschung. Also man kann ihnen quasi lebend, kann man sie untersuchen und dann leben sie weiter. Die muss man nicht tranchieren und so unter das Mikroskop legen. Es kommt natürlich darauf an, was man mit den Tieren schlussendlich machen möchte oder muss. Aber die Tiere, die überleben, also sie überleben
die Regeneration. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Herzzellen genetisch analysieren möchte, dann muss man das Tier euthanasieren und die Herzzellen herausnehmen, sonst geht es nicht, nein. Wie groß ist so ein Zebrafisch? Ich stelle mir den vor, so 2-3 Zentimeter. Die Erwachsenen sind 2-4 Zentimeter groß und die Larven, die sind dann wenige Millimeter groß. Und das Herz, das ist dann? Und das Herz des Erwachsenen, das ist 1 bis 2 Millimeter, also 1 Kubikmillimeter groß, das ist relativ klein. Mit welchen Vergrößerungen arbeiten Sie da mit dem Mikroskop? Ja, also es ist ganz unterschiedlich, aber normalerweise arbeiten wir entweder mit der Stereomikroskopen oder eben auch dann mit Konfokalmikroskopen. So. Die Auflösung, es kommt ganz darauf an, was man genau untersuchen möchte. Und manchmal arbeiten wir auch mit Elektronenmikroskopen. Also Sie gehen dann fast bis zur molekularen Ebene runter? Ja, nicht ganz, aber ja fast. Ja. Sie arbeiten auch mit so bildgebenden Verfahren. Also man sieht, wenn man über Ihre Forschung liest, sieht man immer so eingefärbte Bilder, wo bestimmte Areale des Herzmuskels dann schön hervorgehoben werden. Das ist wahrscheinlich nicht, das ist nachträglich gemacht, bessere Sichtbarkeit von bestimmten Regionen, oder sind das diese leuchtenden Zellen, die man da jeweils sieht? Eine Kombination von beiden. Ich weiß jetzt nicht genau, an welches Bild Sie denken, aber wir haben auch viele Bildgebung, die geschieht im Tier selber, aber dann auch von extrahierten Herzen, die dann nachgefärbt wurden oder zum Teil auch diese Proteine nochmals detektiert werden und auch amplifiziert werden mit der Färbung, mit Immunfluoreszenz. Da fallen viele Forschungsdaten an. Sie haben gesagt, es gibt so international einen Austausch auch dieser Daten. Geben Sie Ihre Daten frei oder wie schnell sind Daten anderer Forschungsgruppen für Sie zugänglich? Hält man die eine gewisse Zeit unter Verschluss, damit man in Ruhe weiterforschen kann, oder gibt man immer sofort raus, was man hat? Also unter Verschluss, um in Ruhe zu forschen, ist vielleicht nicht genau das Richtige. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber man ist schon ein bisschen vorsichtig. Man möchte nicht etwas der Gemeinschaft vorstellen, wenn man noch nicht sicher ist, dass es wirklich so funktioniert. Also wenn man ein Experiment macht, dann schaut man das Resultat an und dann wiederholt man das Experiment. Und wenn man dann sicher ist, dann kann man das kommunizieren und mit der Gemeinschaft, mit den anderen Forschern teilen. Und das muss nicht unbedingt, das kann über verschiedene Arten und Weisen sein. Das kann durch einen Kongress, Konferenzbeitrag sein. Das kann auch heutzutage mit Zoom, ist es eigentlich so schnell, so einfacher, mit verschiedenen Forschern in Verbindung zu kommen. Es hat sich eigentlich enorm verändert in den letzten Jahren, wie leicht man sich austauschen kann. Und es gibt ja auch diese Preprints, von denen haben die Leute jetzt auch mit Corona ganz, ganz viel davon gehört, dass man Forschung. Genau, das sind wissenschaftliche Artikel, die noch nicht durch dieses berühmte Peer-Review-Verfahren, also die wissenschaftliche Kontrolle gegangen sind und schon mal quasi eine Vorveröffentlichung. Richtig, ja. Damit man schneller vorwärts kommt. Das ist auch ein interessanter Weg, bei dem muss man halt immer, wie gesagt, aufpassen, dass man nicht etwas zu Präliminäres publiziert, sondern sich auch solide Daten in diesem Dokument vorgestellt werden. Wie oft wiederholen Sie ein Experiment, dass Sie sicher sind, dass Ihre Daten dann stimmen? Wenn es zweimal stimmt, ist es schon in Ordnung, oder müssen es mindestens 3 oder 4 Mal sein? Das kommt wirklich ganz darauf an, was für ein Experiment das ist, ob man es überhaupt mehrere Male wiederholen kann und darf. Weil vor allem bei Tierexperimenten muss man natürlich auch denken, wir wollen nicht unzählige Male gleich Experimente machen, an denen ein Tierversuch involviert ist. Aber grundsätzlich mindestens 3 Mal, so 3 technische Replikate. Das ist so ein bisschen der Goldstandard. Wie viele von diesen Fischen haben Sie? Also
zwei, drei Aquarien mit ein paar Dutzend Fischen, oder wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Also wir haben circa 600 Tanks und in jedem Tank schwimmen zwischen 10 und 15 Fischen. So muss man sich das vorstellen. Also Tank, ein Aquarium, wie man es so Aquarium, kennt. Ja, richtig, nicht ein speziell großer Bottich, sondern so. Ja. Mhm. Dann haben Sie Leute, die sich um die Fische kümmern. Muss man die animieren, damit sie sich fortpflanzen? Oder reicht das, wenn die richtigen im Aquarium zusammen sind? Damit sie sich fortpflanzen, das sind die Zebrafische, das sind Fische, die leben in der Natur in einem Fluss. Das heißt, sie haben die Tanks, die sind, stehen nicht einfach irgendwo rum, sondern die sind angeschlossen an ein System, wo sie immer ein Wasser. Die haben immer Strömung. Eine Wasserströmung, ja, haben, richtig. Und damit sie sich paaren, muss man sie herausnehmen. Ein Männchen und ein Weibchen, und in spezielle Breeding Tanks nennt man die, Paarungstanks. Und die haben eine spezielle Oberfläche. Und das sieht dann ein bisschen so aus, wie wenn es das Flussufer wäre. Und dann an diesem Flussufer paaren sie dann. Und die gehen dann eher ins seichte Wasser. Mhm. Ja. Und dann legen sie da auch die Eier ab. Und die kann man da extrahieren oder lassen sie die da drin? Dann kann man die Eier, genau, dann würden sie die Eier legen und dann kann man diese Eier dann herausnehmen. Mhm. Wenn Sie jetzt bei den Zebrafischen herausgefunden haben, welche Prozesse da ablaufen müssen, damit sich eben dieser defekte Herzmuskel regeneriert, wie geht es dann weiter? Also nehmen wir an, Sie finden das nächstes Jahr raus. Dann sagen Sie ja wahrscheinlich nicht, jetzt habe ich die Grundlagenforschung abgeschlossen, das ist jetzt in Ordnung, sondern ich nehme an, das würde dann in einem Schritt weitergehen. Richtung menschlicher Organismus vielleicht. Ja, das freut mich, dass Sie so optimistisch sind. Ich bin da ein bisschen weniger. Ich denke, wir haben noch extrem viele Fragen. Ich glaube nicht, dass ich es vor meiner Emeritierung schaffe, alle Fragen zu lösen, die mich beschäftigen. Mit das sind noch ein paar Jahre, wenn ich raten darf. Ja. Ja. Ich denke, wir werden das weiterhin viele, viele Fragen haben, wie die Herzregeneration am Zebrafisch funktioniert, was aber nicht bedeutet, dass man spezifische Fragestellungen doch weiterverfolgen kann und versuchen, einen nächsten Schritt zu machen. Was mir vorschwebt in dem Sinn, ist vielleicht einige der Gene, welche eventuell wichtig wären für die Regeneration im Zebrafisch, könnte man sich überlegen, ja, was passiert, wenn man diese Gene jetzt einschleust in menschliche Zellen? Könnten die sich dann auch besser teilen? Würde dann der Herzmuskelzellen sich in einer Petrischale natürlich auch weiter teilen können? Das könnte eine Möglichkeit sein. Es gibt ja jetzt diese verschiedenen Ansätze, wo man Zellen, auch menschliche Zellen, in einer Petrischale zur Selbstorganisation ankurbeln kann, sodass sie kleine Mini-Organe bilden. Und an diesen Mini-Organen, eben auch Herz-Mini-Organe, könnte man vielleicht dann auch die Herzregeneration studieren. Also Mini-Organ, da lässt man in einem Glas ein Herz von wenigen Zentimetern wachsen. Und das könnte man dann untersuchen, um nicht zum Menschen gehen zu müssen für die Forschung. Also direkt ans menschliche Herz gehen zu müssen. Ja, genau, diese sogenannten Organoide sind eigentlich ein sehr interessanter Forschungsansatz, bei dem ich definitiv nicht die Expertin bin, um darüber zu reden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine gute Kombination wäre. Resultate bei einem Tiermodell, das regenerieren kann, versuchen zu schauen, was könnte man anwenden in diesem anderen Modell. Und weiterhin finde ich es eben auch sehr spannend herauszufinden, was macht denn überhaupt, also statt ein bisschen eine nachhaltigere Option, statt das Herz zu reparieren, zu schauen, ja, was können wir machen, damit, um vorzubeugen, wie können wir ein Herz fit machen, damit es sich eben schneller selber erholt von einer Verwundung oder von einer Vernarbung, so eine Art
vorbeugende Forschungsansätze statt Forschungsansätze zur Reparation oder Regeneration. Also das wäre dann die Idee, dass sich gar kein Narbengewebe bildet oder dass es gar nicht einen Defekt erleiden kann oder weniger gut. Also vielleicht kann ich das an einem konkreteren Beispiel versuchen zu erklären. Jetzt nochmals zurück zum Zebrafisch. Spielt es eine Rolle, was der Zebrafisch so erlebt hat während seinem Leben für die Regeneration? Also gibt es verschiedene Situationen, die es ihnen erlauben, dann besser zu regenerieren oder eben schlechter zu regenerieren? Das Nahrung zum Beispiel. Zum Beispiel ihre Nahrung, ja. Jawohl, genau. Das sind so Themen, die uns auch sehr interessieren in der Gruppe. Also dann würde man herausfinden, Zebrafische, die von einer bestimmten Substanz mehr zu sich nehmen können, die, bei denen funktioniert die Kommunikation zwischen den Zellen besser, die diese Regeneration steuern oder auslösen können. Vielleicht nochmals ganz schnell kurz zurück zu den Organoiden. Ein Nachteil von diesen Modellen wäre natürlich, dass mir diese Kommunikation vielleicht ein bisschen verloren geht, weil wir können zwar die Zellen innerhalb des Herzens dann studieren, aber nicht die Kommunikation der Herzzellen mit dem Rest des Organismus, also zum Beispiel die Immunzellen, das würde dann verloren gehen. Und das kleine Herz, das würde dann pumpen da in der Petrischale. Ja, wie gesagt, ich bin nicht Expertin und ich weiß nicht, inwiefern das wirklich einem wirklichen Herz ähnelt oder eben doch nicht, aber das sind so Forschungsansätze, welche im Moment auch etabliert werden von anderen Gruppen. Sie machen Grundlagenforschung und ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, weshalb das so faszinierend ist. Für die Industrie ist es aber nicht so attraktiv, in die Grundlagenforschung zu investieren. Sie haben im Vorgespräch gesagt, wenn jemand aus der Industrie in die Grundlagenforschung investieren würde, mit diesem Zeithorizont und dieser ungewissen Entwicklungsmöglichkeit, dann wären die bald pleite. Wer finanziert oder wie finanzieren Sie denn Ihre Grundlagenforschung oder wie finanziert sich solche Art Grundlagenforschung? Also unsere Forschungsgruppe wird finanziert durch europäische Forschungsgelder. Wir haben Forschung aus der Europäischen Union durch ein ERC-Grant und auch durch manche Horizon 2020-Projekte. Die laufen im Moment noch. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft noch uns bewerben können für solche Anträge. Das sieht im Moment ist ein bisschen in der Luft. Das ist sehr wichtig, dass die Schweiz weiterhin gute Beziehungen pflegt, nicht nur zu Europa, auch natürlich auch international, aber das ist schon wichtig, dabei zu sein. Also diese Sache mit dem Rahmenvertrag, ja, die gestoppt wurde, das betrifft Sie direkt, aber noch nicht nächstes Jahr, sondern erst in 2 oder 3 Jahren. Im Moment betrifft es uns noch nicht, aber es könnte uns definitiv auch betreffen. Ja. Ein Teil Ihrer Gruppe ist auch in Madrid. Sind 2 Leute in Madrid und 12 hier in Bern. Wenn jetzt da nichts mehr zustande kommt mit einer Zusammenarbeit mit der EU, würden Sie dann Ihr Team nach Spanien zügeln, damit Sie trotzdem diese Gelder nutzen können? Das habe ich mir überhaupt noch nicht überlegt. Ich denke nicht, nein. Es gefällt uns hier in der Schweiz. Aber irgendwie müsste man das finanzieren, wenn das Geld nicht aus Europa kommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Natürlich auch von der SNF muss ich sagen, es ist wirklich fantastische Bedingungen hier in der Schweiz. Die Finanzierung ist, obwohl es ein bisschen zurückgegangen ist vom letzten Jahr, also es ist doch noch, ich denke, wir sind sehr, sehr gut unterwegs in der Schweiz. Wir dürfen das nicht beklagen. Aber vom SNF, also vom Schweizerischen Nationalfonds, haben Sie bis jetzt noch keine Forschungsgelder bekommen? Doch, wir haben auch Projekte vom SNF, ja. Ja, also Teilprojekte von dieser, sind das dann vor allem Promotionsprojekte oder wie kann man so ein Forschungsprojekt aufteilen und sagen, das finanziert man so oder so oder so? Geht das über Personen oder geht das wie um Segmente?
man sagt, bestimmte Prozesse forscht man in diesem Teil, erforscht man in diesem Teilprojekt, gewisse Projekte in diesem, und entsprechend finanziert man das dann, oder? Ja, also genau, das ist sehr wichtig, dass man eine Doppelfinanzierung verhindert. Man muss ein ganz klares Projekt beschreiben, und das wird dann durch diese bestimmte durch ein bestimmtes Gesuch dann auch finanziert. Und wir reden jetzt natürlich in einem Überbegriff Regeneration und Entwicklung, aber das sind ganz viele Teilprojekte drin, die auch sehr spezifisch und sehr unterschiedlich voneinander sind. Und die werden dann quasi je, suchen Sie für die eine Finanzierung. Genau. Falls tatsächlich mal eine Behandlungsmethode aus dieser Grundlagenforschung entwickelt wird, fließt dann irgendwie Geld zurück in die Forschung, oder das bleibt dann bei denen, die ein Patent haben oder die ein Medikament entwickelt haben? Davon hat dann die Grundlagenforschung nichts mehr. Ja, also ich meine, auch als Grundlagenforscher, Forscherin muss man sich immer wieder diese Gedanken machen, haben wir etwas, was patentierbar ist oder nicht? Und in dem Sinne muss man immer wieder Gespräche aufsuchen mit den entsprechenden Abteilungen, zum Beispiel jetzt an der Universität Bern mit Unitectra, wo wir auch immer in Kontakt sind und sie uns sehr gut unterstützen und auch erklären, was ist patentierbar, was nicht, wo lohnt es sich, in diese Richtung zu gehen und wo nicht. Das muss man definitiv vorher abklären, sonst fällt man leer aus. Und haben Sie schon Prozesse, die für ein Patent interessant sein könnten? Sie müssen sie nicht im Detail erklären, das halten wir geheim. Nein, im Moment haben wir haben uns eigentlich noch nicht in diese Richtung bewegt, nein. Wir haben auch schon oft Gespräche gehabt, aber ja, wir sind in diese Richtung eigentlich noch nicht gegangen. Persönlich bin ich eher wirklich, ich interessiere mich einfach, um zu wissen, wie ein Mechanismus funktioniert. Ich denke noch nicht sehr an die Anwendung. Vielleicht ändert sich dieses Mindset irgendwann mal. Aber die Universität hat natürlich ein Interesse, dass Forschung, die man patentieren kann, oder Ergebnisse, dass die auch patentiert werden, damit sie sich quasi durch das dann wieder zum Teil finanzieren. Ja. Sie haben gesagt, das dauert wahrscheinlich über Ihre Emeritierung hinaus, was da zu erforschen ist. Aber gibt es etwas, was Sie sich vorstellen könnten, also was Sie interessieren würde, jenseits dieses Forschungszweiges oder dieses Forschungsthemas? Etwas ganz anderes oder wieder zurück zu den Flossen oder... Im Moment sind wir recht fokussiert auf das Herz, auf die Entwicklung, auf die Regeneration. Wie gesagt, interessieren wir uns auch ein bisschen auf was geschieht, damit die besten Voraussetzungen da sind, damit den Organismus eine Regeneration überhaupt anfangen kann. Also die Gesundheit in dem Sinne vom Tier. Darüber hinaus mache ich mir im Moment noch keine Gedanken. Wir haben jetzt wirklich viel zu tun und müssen uns fokussieren. Manchmal ist es auch so, dass man auf ein unerwartetes Ergebnis stößt und dann öffnet sich wieder eine neue Richtung. Ist das schon mal passiert, dass dann irgendwie sich ein neuer Zweig ergeben hat, den Sie dann zusätzlich oder statt eines anderen verfolgen konnten? Ja, also zum Beispiel, als wir angefangen haben mit der Herzregeneration, hatten wir uns eigentlich, und jetzt heute haben wir eigentlich auch recht viel über das geredet, wir haben uns vor allem auf den Herzmuskel fokussiert. Und dann haben wir aber gesehen, dass eben im Zebrafisch bei einer Verwundung sich auch eine Narbe bildet. Man ging davon aus, dass der Zebrafisch regenerieren kann, weil er eben keine Narbe bildet. Und das hat uns eigentlich sehr überrascht. Und dann haben wir auch angefangen, an dieser Narbe zu forschen und wollten wissen, ja, woher kommt denn dieses Narbengewebe, woher kommt es und was macht es? Das verschwindet dann gelegentlich wieder. Das gibt es eine Narbe und dann gibt es wieder Muskelmaterial.
Licht. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie das verschwindet, das war eben auch noch recht spannend herauszufinden. Und außerdem haben wir gesehen, dass dieses Gewebe eigentlich eine Art Gerüst ist. Das Wichtige ist, damit sich die Herzmuskelzellen dann überhaupt teilen können. Und also das Narbengewebe bildet hier ein Gerüst, wo... Richtig, genau. Also das war jetzt ein kleines Beispiel von dem, was im Prinzip hat man den Fokus hier und plötzlich merkt man, ah, da ist auch noch was Spannendes und dann forscht man das auch noch. Sehr interessant. Und ich sehe, dass Sie genügend spannende Sachen noch zu erforschen haben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Wir sind schon fast am Schluss unserer Zeit. Ich fand es sehr spannend. Herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrem Projekt erzählt haben und von Ihrer Forschung. Toi, toi, toi. Ich hoffe natürlich auf einen baldigen Durchbruch und ich bin gespannt auf künftige Resultate, von denen wir dann lesen werden im Zusammenhang mit großen Preisen und so. Herzlichen Dank nochmals für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte unsere Forschung ein bisschen näher bringen. Auf jeden Fall. Merci vielmals.